Willkommen zurück, Let's Play Pokémon Rubin. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dieser Platz eignet sich nicht für einen Picknick. Ne, würde ich auch nicht sagen. Ist so hart, ne? Picknickerin Gwendolin. Ist doch ein männlicher Name, oder? Keine Ahnung. ja, Knilz, komm. Weg damit. Wir wissen ja die Schwäche von Knilz. Wir haben es ja selber. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Trommelwirbel, es kommt Myrapla. Nur Pflanzen-Pokémon. Jetzt enttäuscht mich, aber da kann ich von mir aus durch Niatom? Soll ich Niatom einsetzen? Nee, komm. Vielleicht kommt ein Giftpool, das ist mir wieder zu heiß. Nee. Ah, Paralyse. Ich hasse Paralyse. Habe ich euch das schon gesagt? Ja, ne? Schockwelle. Er lockt mich mit seinem Duft. Hemm. So, jetzt kriegst du den Schock ab. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Okay, und jetzt Ruckzucki, bam in your face. Ah, komm. Na ja, gut, Ruckzucki muss. Zieht er so viel ab wie Schockwelle. Schockwelle war zwar stärker, aber war halt nicht sehr effektiv. Und Ruckzucki war halt normal stark. Dafür, ja, nicht so stark. Im Angriff halt. Jetzt aber. Ach komm, genau das wollte ich jetzt nicht. Paralyse. Nee, du bist paralysiert. Du bist paralysiert. Du darfst keinen Zug machen. Ahem. So, tschüss. Scheiß Myrapla. Gebt auf den Senkel. Level 24 für Ninja Tom. Na, lernt die Attacke, die ich ihn in mein Attackenset rein tun möchte, noch nicht. Wablu. Können wir auf Route, können wir bei der Route finden, was wo Lanette wohnt? Stimmt, wir haben Lanette noch gar nicht besucht, fällt mir gerade auf. Ah, scheiße. Ja, wir können ja da mal vorbeiwerfen. Ostbeen natürlich. Hab ich echt vergessen, bei Lanette vorbeizuschauen. Unglaublich. Oh nein, das liegt am Boden. Es ist zu uneben. Was? Okay, Fahrrad, jetzt müssen wir da rauf. Ich suche mal schnell die Tasten, das ist ein bisschen schwierig mit dem Emu. Mit dem Emulator. Gemacht von Emus. Yay! Hopp, 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 ein Item! Feuerheile. Ich weiß noch, ob wir den brauchen werden, aber für die Arena wäre es nicht schlecht, wenn man Feuerheile dabei hätten. Ach komm! Pandir, oder? Nee, mach hallo. Was heißt, wie heißt es immer? Trainieren ist halbe Miete, also Schaufler. Obstcake. Attacke von Macholo ging daneben. Bam! Macholo setzt Silberblick ein. So, heute gibt es gebratenen Kämpfe. Also wie das schmeckt, ich bin kein Kannibale. So, hier geht's runter. Der Steilpass ist sehr schwer zu Fuß zu meistern, aber ein guter Ort zum Trainieren. Hm, findest du, ich finde, der beste Ort zum Trainieren ist immer noch die Siegelstraße. So, was hast du denn? Zigzags. Er läuft im Zigzags. Im Zigzag. Doppelkick. Eins. Oh, mitten ins Gesicht. Der war mitten ins Gesicht. Kein Wunder, dass es ein One-Hit-Kill war. Ich hätte auch nie einen Tom einsetzen können, naja. Schwalbini! Gegen Schwalbini kann mir Ninja Tom auch nicht einsetzen, weil Ninja Tom schwach gegen Flugattacken auch ist, oder? Oder ist es einfach ein Typ Geist? Wobei Flugattacken treffen gegen Geister-Pokémon, also, ich nehme Voltenso. Ninja Tom ist mir wieder zu heiß. Okay. Und der sagt, keine Paralyse. Tja, du kannst so auf Doppelteam einsetzen, wie du möchtest. Schockwelle trifft immer. Also ich dachte jetzt schon, es kommt die Paralyse und tut uns einen Strich durch die Rechnung machen. Und tschüss, Schwalbini. Okay, alle unsere Team-Pokémon bekommen Erfahrungspunkte, schon vorbei. Ich habe gehört, keine sichere... Was? Ich habe überhaupt keinen sicheren Stand gehabt. Also gut, blub, blub, blub.
Ich sag mal wieder blubblub. Keine Ahnung, warum ich immer blubblub sage. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Naja, gehen wir hier wieder mal ganz nach oben. So. Ach, da ist wieder Vulkanasche. Ist ja schön. So, ich glaube, hier, der Wanderer ist der letzte hier im Steilpass. Schlurberg, Steilpass. Davon habe ich immer geträumt, wenn ich in den Bergen unterwegs war. Der Klüftete Massive. Das bringt meine Seele zum Erdbeben. Erbeben. Maurizio, was haben die alle für komische Namen? Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen, der Kevin heißt. Aber ich weiß einen, der Kevin heißt. Und zwar bei in der Route von Forsterhafen nach Finale. Toll. Von Forsterhafen nach wie heißt die Stadt? Grafenthal City. In der Wasserroute gibt es einen, der heißt Kevin. Die werden wir auch in vielleicht in 5 Fahrt sogar oder mehr vielleicht sogar noch kennenlernen. Autsch, Strahl ist sehr effektiv. Psycho gegen Kampf ist... Oh, komm! Was habe ich jetzt für ein Pech? Im letzten Kampf selbst verletzen und jetzt hier bei einem Psy-Strahl eine Verwirrung. Obwohl Psy-Strahl gar keine so hohe Verwirrungschance hat. Ich glaube, sie beträgt gerade mal 5%. Verlieren ist bitter. Okay. Ich glaube, das war der letzte Trainer hier auf dieser Route. Let's go to the Pyoberg. Quatsch, Schlotberg. Ich sag da auch ein Pyoberg, weil hier überall Feuer Brunsten sind und so, ne? Schlotberg. Steilpass, ja, da waren wir gerade. Die verkauften Slava-Kekse, die kennen wir noch aus dem letzten Part. Hm, warte. Ah. Okay, okay. Verdammt, ich wollte dieses so. Verdammt. Bist du hässlich? Schnell weg. Ich wollte es mich so erschrecken, so dass es aussieht, als würde ich mich erschrecken. Okay, hier sind jede Menge Trainer. Trainer sind immer gut. Ich habe Feuer in mir, Baby. Ich halte dich aus. Ich muss kämpfen. Tusse. Was sucht eine Tusse auf dem Schlotberg? Naja. Schönheit. Naja, das sieht aber für mich nicht wie eine Schönheit aus. Voltenzer. Ne, dann ist mir wieder zu heiß. Walzer. Ist schon. Ja, genau. Walzer. Wenn wir schon drauf ansprechen. Schockwelle. Walzer wird stärker. Ich finde es auch cool, wie die Animation immer extremer wird. Das ist in der 4. und 5. leider nicht mehr so. Fand ich hier ab der 3. am besten die Walzer-Attacke vom Sprite her. So, das nächste ist wahrscheinlich ein Wasser-Pokémon. Achso, der hat keins mehr. Na gut. Oh, was für ein kochend heißer Kampf. Ey, bist du pervers? Das Spiel ist ein Kinderspiel. Ein perverse Sau. Wegen dir gehen kleine Kinder in den Puff. So. Ich war bei den heißen Quellen und habe meine müden Knochen erfrischt. Jetzt fühle ich mich richtig stark. Du, stark, träum weiter. Experte Waldtraut. Ja, ich bin auch ein Experte. Ohne anzugeben. Ich weiß, ich gebe hier viel zu oft an, dass ich Pokémon gut spielen kann. Aber ich glaube, mit Blut könnten wir Milti One-Hitten. Na, ah, knapp. Na gut, dann jetzt eben. Ach, verdammt, ich hätte den Ninja-Turm einsetzen können. Naja. So. Marco Hüter, jetzt setze ich Ninja-Turm ein. Oder Ninja-Turm, wie auch immer. Gott. Mogelhieb! Oh, ich dachte schon, die Attacke trifft, weil Mogelhieb ist eine ungeliebte Attacke. Das wäre jetzt was gewesen. Geheimpower. Müsste zu, ja. Steinwurf. Aber ich wundere, dass Stein... Ey! Was tut das denn jetzt? Na gut, Junglut hat eh schon, kriegt eh schon Erfahrungspunkte, also... So macht Junglut einfach mal die restliche Arbeit. So. Oh meine Güte, wer bist du denn? Ich bin dein Vater. Nee. Seit ich in den heißen Quellen gebadet habe, fühle ich mich richtig großartig. Ich bin sicher, ich werde gewinnen.
du wieder eine Schönheit, nehme ich an. Natürlich. Miriam. Okay, Kammer ob schon wieder Boden, Feuer. Jetzt muss ich aufpassen. Kammer ob kann Intensität mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ach, was rede ich hier eigentlich? Kammer ob ist down, 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 down. Oh, außerhalb des Wassers ist es saukalt. Okay. Endlich bin ich am Schlotberg angekommen. Jetzt will ich kämpfen. Komm mal runter, ja. Komm mal runter. Und geh zurück ins Pokémon Center. Haha, zweideutig. Knilz. Was wollt ihr alle mit euren schwachen Pokémon? Tschüss. Und wenn es weitergeht, haben wir schon schnell einen Logok. Wie du kämpfst, als würde der Schlotberg ausbrechen. Ja, ich glaube, jetzt hätten wir alles erledigt. Hast du schon alles erledigt? Ja, ich habe alles erledigt, so. Und gerade mal 10 Minuten, war richtig schnell jetzt gerade. Wie viele Trainer haben wir gerade besiegt? 10 Trainer in 10 Minuten? Krass. Wahrscheinlich waren es weniger, aber egal. Trainer sind Trainer und wir haben sie alle erledigt, so. Und jetzt? Ja, ich glaube, die Stadt haben wir schon erkundet, ne? Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Ja, was bleibt uns jetzt anders übrig, als jetzt die Arena zu machen? Mit Ninjaton können wir nicht kämpfen, weil Ninjaton schwach gegen Feuer ist. Aber wir können mit Ninjaton in der nächsten Arena kämpfen, denn die setzen nur normal Pokémon ein. Und da könnten wir Ninjaton eventuell noch ein paar Level hochleveln. Na, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champ Kevin? Die Arenaleiterin von Bad Lavastadt, Flavia, setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Komm mir nicht zu nahe. Du verbrennst dich. Lösche die Glut mit Wasser und dann besiege sie. Ja gut, im Saphir-Let's Play konnten wir die Arena nicht sehen, wegen eines Emulator-Bugs. Aber jetzt können wir es zum Glück sehr gut sehen. Au, 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 au! Ha! Halt das! Halt! 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 Oh, ah. Jetzt Kopf. Mit deinem Feuer-Pokémon Schneckmark. Zweite Generation. Doppelkick. Und ich glaube, ich sollte mal ein anderes Pokémon trainieren. Wie zum Beispiel Voltenzo. Ihren Junglut hat schon ein gutes Level. Ich wechsle jetzt dazu Voltenzo. Ach verdammt, oh, ausgerechnet gegen Kamau wechsle ich zu Voltenzo, sehr klug. Und jetzt kommt Intensität, ne? Na doch nicht. Na gut, Ruckzuckhieb. It's always good. Ja, komm, das dauert jetzt einige Zeit, aber wir können nur mit Ruckzuckhieb angreifen, denn Schockwelle funktioniert bei Kamau nicht, weil Kamau ein Bodenfeuer-Pokémon ist. Glut. Na gut, ich war froh, dass er Glut statt Intensität eingesetzt hat. Intensität hätte Voltenzo richtig geschadet. Und hier ist schon wieder ein Schneckmack. Das können wir angreifen. Die Entwicklung von Schneckmack ist Makago, ist ein Feuer-Gestein-Pokémon. Hat zwei Vierfachschwächen. Die eine ist Boden, die andere ist Wasser. Und unser Ninjaton lernt Groll. Eine Attacke, die ins Moveset reinkört. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat der für Attacken in seinem Moveset drin, weil das ist ein Ninjaton Groll beibringt. Ganz einfach, ich skill mein Ninjaton auf AP killen. Wobei, das ist eher schlecht, ne? Weil dann kommt der Gegner vielleicht zu Verzweiflung. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte mir das noch mit überlegen mit der Taktik. Naja. Also ich finde die Arena richtig gut gemacht. Mit diesen Teleportern. Kann ein Pokémon 200 Grad aushalten? Ja. Wir werden es jetzt feststellen. Ach verdammt, ich wollte ja Jungblut die Position wechseln lassen. Verdammt, naja. Kecleon. Normal-Pokémon. Je nach Typ es angegriffen wurde, desto... Ja, wenn es zum Beispiel von einer Kampfattacke angegriffen wird, kriegt es den Typ Kampf. Oder bei einer Feuerattacke kriegst du den Feuertyp.
Nur so als Beispiel. Ach komm, Hypertrank. Ah. Und ich glaube, dieses Kecleon müsste Flammenwurf kennen. Weil es ja eine Feuerin ist. Aber es greift uns nicht mit einer Flammenwurf-Attacke an, weil Junggut nicht schwach gegen Flammenwurf ist. Und Level 31. In 5 Leveln haben wir einen Lobok. Das geht richtig schnell. Und jetzt wechsle ich die Position. Die war nicht stark genug. So. Pokémon. Voltenso. Tausch. Jungglut. Zack. Fertig. So, ich schaue mir alle Teleporter an, damit wir möglichst gegen alle Trainer kämpfen können. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich gehe mal zurück. Hoffentlich ist es der richtige Ort. Diese Teleporter sind manchmal richtig verwirrend. Also eines der kompliziertesten Rätsel, die es gibt, würde ich sagen. Ich versuche Stress abzubauen. Komm her, ich will mich abreagieren. Ja, hier sind nur Hitzköpfe und Ast-Trainer, sehe ich gerade. Ja, der vorher war ein Ast-Trainer. Und der erste war ein Hitzkopf. Und jetzt schon wieder ein Kamaup gegen Voltenso. Ruckzuck, Hieb. Ich besiege dieses Kamaup, ruckzuck. Ommel. Heute gibt es übrigens wieder zwei Parts, weil es heute kein Splinter Cell geben wird, weil ich den noch produzieren muss. Ach komm, Intensität 9. Okay, tschüss Voltenso, das wirst du nicht überleben. Nein. Ciao, ciao. Ich glaube, jetzt das Tee ist einfach mal und setzen hier drauf ein. Wenn eine Glutattacke kommt, war's das. Das ist Stärke, was da rausgekommen ist. Gut, gut, jetzt kriegt Ninja Tom die volle Erfahrungspunkteanzahl. Schneckmark. Wechsel, wechsel, wechsel. Unser Ninja Tom wurde schon mal von dem Schneckmark gekillt durch Steinwurf. Und ich will nicht, dass das nochmal passiert. Ja, genau, durch Steinwurf. er hat's erfasst. Wir könnten Schaufel einsetzen, aber ich habe mich jetzt vertippt und Doppelkick halt eingesetzt. Naja, Doppelkick geht auch. Und ich setze jetzt einen Belieber ein auf Voltenso nach dem Kampf, oder jetzt zumindest. Ich hoffe, Flavia wird dich rösten. Ey, was seid denn hier so, ihr so für Hitzköpfe? Okay. Ich glaube, in der Smart-Edition gibt es hier mehr Trainer als hier. Also, ja, gibt es mehr Trainer. Wir haben bestimmt einen Belieber. Wir haben bestimmt einen Belieber. Hallo? Wo ist der Belieber? Verdammt, wir haben kein Belieber mehr. Na gut, dann muss Jungblut. Nein, ich will nicht nur mit Jungblut kämpfen müssen, ich will Voltenso einsetzen. Ich muss mir halt merken, dass ich meinen Voltenso jetzt nicht mehr gegen Kamaups eintreten lasse. Oh mein Gott, das hat mich völlig verlaufen. Wo geht's hier raus? Hallo? Hilfe! Wo geht's hier lang? Ich hab keine Ahnung. Okay, hier Pokémon Center. Ah, ich nehme Pokémon, Bitch. Danke. So, hier sind wir wieder. Insel Arena. Jetzt muss ich nachdenken. Diese Arena ist ziemlich schwierig. Schon fast zu schwer für ein Kinderspiel. Wenn ihr mich fragt. Okay, das war der falsche Teleporter. Oh Gott, ich weiß noch damals, als wir Saphir gespielt haben, da musste ich ein anderes Let's Play anschauen, um da durchzukommen. Da hatte dann nämlich dieselben Probleme wie wir jetzt, wie wir damals im Saphir Let's Play. Oh nein, drei Wege, nur einer führt nach Rom. Der andere ist ein Trainer. Okay, ich kämpfe mit dir. Viel Spaß. Hoia! Kämpferin Chantal. Mete, guter Gegner für... Ja, ihr habt's erfasst, Ninja Tom. Also komm her. Oh, fuck, fuck, oh, Ninja Tom, Mete kann bestimmt Feuerschlag. Schnell wechseln. Gut, dass mir das jetzt eingefallen ist. Boah. Feuerschlag. Und wahrscheinlich kommt die Attacke jetzt. Nee, Geduld kommt. Na gut, dann nutzen wir die Geduld und paralysieren es einfach mal.
erzeugt Energie. Du hast keinen Schaden gekriegt. So, und jetzt Schockwelle. Einmal, zweimal, dreimal! Und Tschüssikowski! Chantal ist down! Oh, da bist du stark! Okay. Zwei Wege, nur einer führt zur Arena-Leiterin. Ich nehme jetzt einmal den längsten Weg. Der längste Weg klingt immer gut. Ja, das war der richtige Weg. Perfekt. Okay, schon wieder drei Wege. Ist der Trainer oder die Trainerin hier? Du musst ganz schön müde sein. Willst du dich nicht hier im heißen Sand ausruhen? Aber solltest du wissen, dass Willenskraft ganz wichtig für einen Trainer ist. Danke für die Info. Okay, Hitzkopf. Hitzkopf, Schneckmark. Gott gegen Schneckmark, ja, können wir ruhig antreten. Es kann ja kein Erdbeben oder keine Intensität. Sondern greift nur mit Steinwurf ein und Steine sind nicht effektiv gegen Elektroattacken. Oh, in Kaumorgen müssen wir wechseln. Da haben wir nur Jungblut als Option. Oh Gott, die Arena-Leiterin hat einen Kaumorg bestimmt. Kamerup meine ich. Dann müssen wir wieder improvisieren wie gegen Mark im letzten Part. Ich glaube, ich werde mir ein, zwei Beleber noch kaufen vor dem Kampf. Nur um sicher zu gehen. Spiele mit Feuer und du verbrennst dich. Ich werde mit Feuer umgehen kann. Okay, scheiße, das weiß ich nicht mal, wo wir herkommen. Ich glaube, wir kamen von hier, ne? Ich nehme mal den Weg, der kommt gut. Und es war der falsche Weg, ja. Scheiße. Na gut, dann nutze ich gleich die Zeit, um mir zwei Beleber zu kaufen. Hätten wir schon raus müssen aus der Arena. Wir wurden rausgeschmissen. Ich rufe meine Mami an. Okay. Mit X-Tempo, bla bla. Achso, ja. Ich dachte gerade, wir haben im letzten Part nicht den Markt angeschaut. Haben wir allerdings doch. So, Beleber. Zwei Stück. Hä? Was? Mammel. Ach komm. Kein Platz für weitere Items. Toll. Wir müssen endlich mal ein paar Sachen ablegen. Nugget. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich. Kaufen. Beleber, Beleber, Beleber. Zwei Stück. Okay. Bitte komm bald wieder. So, und jetzt lagern wir ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Fürs Erste. Also vielleicht ein anderes Mal. Kevin schaltet den PC ein. PC von Kevin. Ablegen. So, was brauchen wir denn nicht? Älter brauchen wir X-Spezial. Wir können dieses ganze Müll eigentlich verkaufen. Ich glaube, ich verkaufe mal ein bisschen was. Also zurück in den Markt. Zurück in den Markt! Ist ja ganz sozial, dass der Markt neben dem Pokémon Center ist. So, verkaufen. X-Spezial kommt weg. X-Treffer werden gebrauchen, Fluchtzeug kommt weg. Also X-Treffer ist das einzige Item, was ich wirklich brauche von den X-Items. Der andere, den brauche ich nicht so, den Ewigstein, der bewirkt Entwicklungsstopp. Brauchen wir nicht. Außer wir wollen alle Pokémon fangen, aber das wollen wir auch nicht. X-Tempo. Mega-Block, weg. Zickzack-Brief, wir brauchen so einen Scheiß. Briefe sind sowas von useless. Machoband. Behalte ich mal, weil wir es nicht wiederkriegen. Hyperheiler, nein, brauchen wir. Mondstein, Pudersohn, Lava-Keks, Feuerheiler, Beleber. Ich glaube, das passt eigentlich, ne? So, das reicht fürs Erste. Ab der vierten Generation kann man unendlich Items tragen. Was sehr sozial ist. Man muss nicht immer seine Items ablegen. So. Ich hoffe, ich weiß den Weg noch. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Dann muss ich halt mehrmals durchlatschen. Das ist eine pure Merk-Arena. Und wir haben mal wieder den falschen Weg genommen. Göttlich. Godlike. Also ich glaube, man schafft es nicht, ohne einmal zu failen.
Und wenn doch, dann kennt man die Arena auswendig. Okay, soweit so gut. Oh Gott, das sind die zwei Wege. Ich nehme mal den oberen Weg. Ja, genau. Dann geht's hier weiter. Dann dort. Und jetzt hier, glaube ich, ne? Scheiße! Falscher Weg! Ich bin so schlau. Na gut, Hauptschülerlogik. Ich bin ja Hauptschüler, ne? Falls ihr es nicht wisst. Aber ein schlauer Hauptschüler. Das war mal auf dem Gymnasium, ne? Ach komm! Hauptschülerlogik. Ich schieb es also auf die Hauptschülerlogik. So, zack. Das ist der richtige Weg. That's the right way. To the, zu der Gym Leader. So, und jetzt weiß ich, jetzt nehme ich den unteren Weg, sondern diesen Weg hier. Genau, dann runter jumpen. Achso, da ist gar keine Treppe, na gut. So, da ist sie. Willkommen! Halt, warte! Uff! Hallo, du Winsling von Trainer. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für... nein, warte! Ich bin Flavia und bin die Arena-Leiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Arena-Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt und daher, kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Gym Leader Battle Team. Flavia oder Flavia. Schneckmark. Guter Gegner anfangs, gegen Vulkan zumindest. Schockwelle. Lichtschild schützt zwar Schockwelle, aber ich glaube, diese Schockwelle wird ein Killen. Aber Lichtschild funktioniert auch für den für spezielle Runden, auch für die anderen Pokémon. Hier Schneckwagen Nummer 2. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr mit Spezial oder mit physisch angreifen wollt. Ich greife trotzdem mit Spezial an, auch wenn er Lichtschild eingesetzt hat. Und dann setze ich ruckzuck die Beine. Und lass mich überraschen, was mehr abgezogen hat. Flammenwurf. Ja, zieht auch nicht so besonders viel ab. Das richtige Problem werden wir bei Quirtle kriegen. Ich glaube, ein Kamerup hat sie in Smart Edition, ne? Ja, genau. Okay, er bereitet irgendwas vor mit Bombentag. Vielleicht für seinen für ihr Kamerup. Ach komm, Hypertrank! Ich hasse den Hypertrank. Lichtschild lässt zum Glück nach, sehr schön. Hoffentlich setzt er nicht nochmal den Lichtschild ein, weil sonst haben wir ein Problem gegen Quirtle. So, und ich glaube, das müsste Schneckmann jetzt killen. Jawoll! Und hier kommt ihr stärkstes Quirtle. Es kann Hitzekeule, also Achtung, und es ist Sonnentag aktiv. Ich würde sagen, Paralyse ist immer gut, besonders wenn man gegen ein starkes Pokémon antretet. So, jetzt immer zumindest immer schneller, weil Paralyse ja die Initiative runter senkt. Und Schachwelle, ich wette, sie hat noch mal einen Hypertrank. Und jetzt kommt Hitzekoller, senkt zum Glück ihren Spezialangriff. Aber ich glaube, der hat ein Item dagegen, ne? Schlotkraut oder sowas. Ne, doch nicht, okay. Dann hat's ja wohl nur in das Markt ein Schlotkraut oder wie auch immer das auch heißt. Ich setze jetzt Makuhita ein als Opfer. Ach, Pulverrauch verhindert Statusveränderung, toll. Ich dachte, jetzt kommt Hitzekeule. Oh. Menno, du enttäuscht mich. Okay, dann knillt's. Ich wette, jetzt kommt Hitzekeule und dann wechsle ich zu Ninja Pom und setze Groll ein. Warum setze ich Stachelspore ein? Quirtle ist ja bereits paralysiert. Oh Gott, Hauptschullogik. Risiko auf sie, ja.
So, jetzt sind wir Tom. Und Heimpower? Ich riskiere es mal mit der Heimpower. Ah toll, ich ziehe gar nichts ab. Und tschüss, näher Tom, meine jetzt mit dir. Aber sein Spezialangriff sinkt. Das dürfte der entscheidende Vorteil sein. So, Junglud, jetzt liegt's an dir. Enttäusch mich nicht. Doppelkick, ach, Schaufel besser gewesen, naja. Oh Gott, ja, ich setze Schaufler besser ein. Das zieht mehr ab. Puh, Paralyse ist immer gut. So, Schaufler. Ich hoffe, jetzt hat er nichts gegen Schaufler, Intensität oder Erdbeben, sowas. Dreschflegel. Na gut, Dreschflegel ist nur gut, wenn Viertel viele KP verloren hat. Was es auch hat, aber naja. Wichtig ist, wir haben gewonnen. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch nicht so lange Arenaleiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Was ist dir da, du hast, das hast du dir hier wohl verdient. Kevin erhält den Hitzeorden von Flavia. Yay! Und jetzt hört er, glaube ich, keine Ingame-Musik mehr, weil ich das ein bisschen verändert habe. Mit dem Hitzeorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst ab sofort Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist das Zeichen meiner Anerkennung. Nimm es ruhig an. Das ist Hitzekoller. Könnten wir Logok beibringen? Ich muss schauen, ob es im Attacken-Moveset drin steht. Die TM50 enthält Hitzekoller. Diese Attacke richtet beim Gegner großen Schaden an. Aber gleichzeitig wird der Spezialangriff des Pokémon, das die Attacke anwendet, herabgesenkt. Für längere Kämpfe ist er also nicht geeignet. Okay, dann bis zum nächsten Part, Leute. Servus!